ihr möchtet. Ich werde ganz oft gefragt, oh, wie kamst du eigentlich zur Zauberei? Wie hast du denn angefangen? Und dann erzähle ich immer ganz gerne die Geschichte, wie das war. Und das war wirklich früher, wenn ich bei meinen Großeltern am Wochenende zu Besuch war. Mein Opa hat so ein bisschen gezaubert und der hat dann immer mit dem typischen roten Tuch, kennt ihr das? Habt ihr schon mal gesehen? Wo habe ich es jetzt hingestoppt eben? So, genau. Tuch kommt in die Hand, wird dann in die Faust gesteckt. Und dann hat er immer gesagt, oh, was hast du denn Lust zu frühstücken? Dann habe ich immer gesagt, eigentlich hätte ich jetzt Lust auf ein Ei. Dann hat er immer gesagt, guck, Tuch weg, da hast du ein Ei. Da war ich immer stolz wie Oskar. Natürlich, ich erkläre es euch jetzt auch, der eine oder andere mag es auch schon erkannt haben, natürlich ist das hier ein hohles Plastikei. In diesem Plastikei ist ein Loch. Und natürlich habe ich das Tuch jetzt in das Loch gesteckt. Dass ihr jetzt die Möglichkeit habt, das Ganze mal nochmal mit diesem Hintergrundwissen zu beobachten, möchte ich euch das Ganze nochmal langsam zeigen. In der Zeit, wenn ich hier in meiner Tasche rumsuche, eigentlich nach dem Tuch suche, passiert Folgendes. Nehme ich hier in die Hand mein iPhone rein, aber ich gucke natürlich alle auf die Hand, die ich hier jetzt rauszerre. Nach dem Ei guckt niemand. Jetzt muss ich nichts anderes machen als... Schlechte Frau, ja? So. Natürlich muss ich jetzt nichts anderes machen, als das Tuch letztendlich in das Ei reinzustecken. Ihr habt das alles schon erkannt. So machen, als würde ich fest drücken. Tata, Tuch ist weg, Ei ist da. Was jetzt aber mein Opa noch konnte, der hat ganz, ganz viel geübt, das fand ich immer ganz, ganz cool. Der hat immer ein bisschen Zaubersalz gehabt. Das Zaubersalz hat er über das Ei drüber gemacht. Dann war nicht nur das Tuch weg, dann war sogar letztendlich das Plastikei weg. Und tatsächlich aus dem Plastikei mit Tuch wurde... Ja, ein richtiges Ei. Ja, fertig, jetzt dürfen Sie klatschen. Das ist quasi die Geschichte, wie ich selbst zur Zauberei kam, war total davon fasziniert. Empfehlung an die Küche, dankeschön. Machst du noch mal, ja. Ja, können wir, ich komme nachher nach dem Angebot. Ja, haben wir ein Omelette im Angebot.